ähnlichen Strecken beobachtet. Hier der Pole Jaroszewicz beim Querfahren auf seinem Stratos. In der Schwede Stig Blomqvist auf seinem neuen 16-Ventiler Saab 99. Er fährt fast schulmäßig quer. Der Franzose Bernard Darniche dagegen nimmt hier das Gas weg und verliert Sekunden auf Blomqvist. Jaroszewicz. Blomqvist. Wenn er sich nicht in Hammelburg durch Elektrikschaden 240 Strafsekunden eingehandelt hätte, wäre ihm der Sieg sicher gewesen. So gewann Darniche mit 9 Sekunden Vorsprung. Hier Darniche. Linkskurve passt. Bei dieser Lektion kommt ebenfalls nur Stig Blomqvist dem Fahrstil Röhrls am nächsten. Hier Jaroszewicz. Das ist Blomqvist. Darniche fährt vorsichtiger. Dem Polen Jaroszewicz unterläuft beim Anstellen ein Fahrfehler, der viel Zeit kostet. Stig Blomqvist dagegen beherrscht das Anstellen schulmäßig und ist auf diesem Teilstück der Schnellste. Darniche nimmt auch hier das Gas weg und verliert weitere Sekunden.